Wir schauen jetzt als erstes an von Justin. Müssen wir das Shooting abbrechen? Dramatisch. Steppen wir rein und gucken, was da passiert ist. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video. Es ist LA Vlog Part 2, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das Shooting ist fast dann das Kollektionsvideo. Hier seht ihr schon sehr wichtige Utensilien. Ist abgedreht, also uns fällt jetzt schon ein bisschen Last von den Schultern. Und ich dachte, wir nehmen euch gerne weiterhin mit, weil jetzt kommt noch die zweite LA Villa bzw. Airbnb. Dann werden die Bilder bearbeitet, Auswahl gemacht. Wir treffen uns noch mit ein paar coolen Leuten. Und währenddessen ist hier gerade unser Privatkoch Konstantin im Hintergrund am Werkeln, der sich gerade irgendwie versteckt hat. Es gibt heute zu Abendessen wilde Steaks. Dann sind Mo und Valentino gerade unterwegs und holen Grillgemüse, Kräuterbaguette und Potato Wedges. Und irgendwie könnte man auch mal Kochvideos eigentlich demnächst mal anfangen, oder? Ja, vielleicht dann demnächst in seinem neuen dummen Ziel, sag ich mal so. Ciao, ragazzi! Jetzt nochmal die Kamera. Wer ist dafür, dass der Valentino vielleicht mal so einen Koch-Channel startet? Ein waschechter Italiener. Nee, wenn nicht du, wer dann? Nee. Muss mal ein bisschen erklären, was du da gerade machst. Ich schwöre gerade diesen scheiß P. Okay. Valentino hat gesagt, ich soll wenden. Ich bin heute Küchenassistent. Ja, ich halte euch. Ja, ist auch nicht schlimm. Mal kurz auf die Rücke. 20:30. Alles gut. Sieht saftig aus, wichtig. Neuer Tag, neues Glück. Frühstück kommt in 2 Minuten an. Unser Lieblingskoch, Valentino. Einfach, Justin hat einfach Private Cook mitgenommen. Ich hoffe, der Valentino kann auch andere Sachen. Ist auch für andere Sachen da, als nur zu kochen. Der Arme, ja. Lässt natürlich keine Gelegenheit aus, uns seine Dienste anzubieten. Gerade gibt es hier gleich einen schönen Kaffee. Immer mit der Maude. Mit Amore, genau. Der Highlight-Kanal ist schon wirklich am Brennen. Ich habe jetzt in 29 Tagen haben wir 28 Videos gedroppt. Hier, unser DJ ist auch mittlerweile angekommen. Hi guys, how you doing? My name is Hishan. I am modeling for Peso. Right. And yeah, I'm a DJ. You know, whatever you really need, I'm an architect. I can build stuff for you. You just let me know. And I'll do that. The boy wants to get paid. That's basically what he said. Rein? Nee, jetzt kommt dieser Deckel drauf. Ja. Krass, der fängt direkt an. Genau, der fängt direkt an. Ein weiser Mann sagte nämlich eins, ohne Latte kein Morgen. Okay. Was nochmal? Das ist eine krasse Erfindung auf jeden Fall. Ja. Aber ein bisschen so nicht so fortschrittlich, habe ich so gefühlt. Ja, herbe aufwendig. So, perfekt. So. Und jetzt warten. Ja, wenn ihr irgendwie Fragen so zur Kaffeekreation habt, sagt einfach Bescheid. Ein bisschen Camouflage. Ich muss ehrlich sagen, ich war wieder froh, einfach Mo zu sehen. Ey, Mo habe ich lange nicht mehr gesehen. Mo, wo bleibst du? Der Valentino meinte, der würde sich für 10.000 Euro mit dem Arsch auf diesen Kaktus setzen. Und Zehner. Mo meinte einfach für 500. Ja, ziehst du Panade raus, dann ist gut. Ja, also deswegen haben wir uns überlegt, wir würden jetzt gerne ein Crowdfunding starten. Der Link ist in der Beschreibung. Wie viel Euro würdest du dich da reinsetzen? In den Kaktus? 2K. Also das niedrigste Angebot ist 500. Also wenn du mithalten willst, musst du drunter gehen. Ja, der ist hoch. Ja. 500, ich glaube, drunter finden wir nichts. Hier, Sean meinte 499,99. Kann er gerne machen, wenn wir mal testen. Hast du zurückgezogen? Ja. Ich schwöre, das wirst du, das ist nicht so ein Ding mit einfach mal Stacheln rausziehen, Bro. Du wirst sehr lange davon was haben. Wenn du das machst und dich da reinsetzt, du bist am Arsch. Fortwörtlich. Oh, ja gut, das war's von Cactus TV. Also, die Property Managerin ist gekommen. Der Pool Guy hat anscheinend gesagt, dass hier ein Fotoshooting ist. Ich weiß nicht, von welchem der jetzt genau redet. Ey, das Ding ist, ich glaube, Leute, die nicht sowas machen, wissen nicht, wie viel teurer das ist, wenn du eine Location buchst und sagst, du willst ein Shooting da machen. Du zahlst einfach 100% mehr. Oder, versteht ihr meine? Das ist
unfassbar teuer, weil die sagen, ja, das wird ja dann kommerziell genutzt und dann ist es ein anderer Preis. Ja, und auch wieder nein. So, ob das alles so gerechtfertigt ist, schwierig. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt kurz warten, bis das irgendwie abgeklärt ist. Weil wir wussten nicht, dass man das nicht darf. Und jetzt checken wir das mit dem Besitzer und dann kann es hoffentlich weitergehen. Dieser Poolboy, einfach der Snitch. Bruder, du hast doch nicht einen Mehrwert davon. Das Ding gehört nicht deinem Vater. Das Ding gehört nicht deinem Vater. Warum snitchst du? 4,5K? Ja, pro Tag. Exactly, das ist genau, was ich meine. Es ist einfach schweineteuer, wenn du sagst, du shootest da auch. Weil er macht nur einen Tag, weil gestern hat er nicht den. Ja, okay, oder wir hören jetzt auf. Ja, dann nimmt man natürlich die 4,5K in Kauf. Das ist ein Preis, den man zahlt für dieses unfassbare Werk hier, oder? Ja. Yo, okay. If you shoot a 4 inside, they wouldn't have said nothing, bro. They wouldn't have said nothing. We have to pay 4.5 bands. You know what we do? Honestly, or constantly. Okay, die 4.500 sind überwiesen. Wir können endlich das letzte Outfit weitershooten haben. Das müsst ihr euch mal pfeifen. Die sind schon fertig. Wir gehen ein verficktem Outfit. Ich hätte gesagt, ah, scheiß drauf, wir shooten nicht mehr. Wir wollten nicht mehr shooten. Wir bauen wieder ab, wir chillen nur hier. Später ganz schnell quick ein Bild machen noch. Nein, ist ja korrekt. Lizenzen und Rechte, A, B, C und 6. Und ja, wir haben auch nochmal 50% Tipp draufgepackt. Nein, Spaß. Aber ist ja korrekt, das sind halt die Regeln. Wir haben es irgendwie verpeilt, weil bei Airbnb stand das nicht, sondern in irgendeiner Neben-PDF, die der Konstantin höchstens überflogen hat. Und deswegen, ja, ist korrekt von denen, dass sie uns da entgegengekommen sind mit einem Tagessatz anstatt zwei. Und deswegen, ja, ist jetzt bezahlt. Kleine Interruption, aber halb so wild. Wir haben eh das meiste schon im Kasten. Andere ist leer. Amore, erzähl mal, was machst du da jetzt? Nee, schon wieder, Alter. Ein Glas Vitamin C. Schön mit. 60.000 Leute haben es gesehen. Kann auf jeden Fall das Business starten damit, ne? Der kann in Zukunft einfach Private Chef werden. Star zusammen. Super. Cheers, ne? Oh. Boah. Okay, Leute, wir brechen leider jetzt schon wieder auf, aber es geht in ein sehr nice Crib in Los Angeles, West Hollywood. Another day, another. Einfach, Justin hat mittlerweile mehr Wohnungen, Häuser und so weiter gezeigt als seine privaten. So von anderen. Hey, der Bruder ist einfach AD geworden, ja? Check, wir sehen hier die Veneta Carter Timberlands. Einem sehr baggy Hosen-Sample. Systemic Fleece Jacket. Ein T-Shirt mit einer sehr coolen Aufschrift. Scheiße. Und wisst. Okay, wir brechen jetzt auf. Tim macht noch einen kleinen Drone-Shot. Vielleicht vlog ich das, die Drohne fliegt. Das wäre eine gute Idee. Also, next spot. Sieht sehr, sehr nice aus. Wir haben hier so ein Oatmeal, Joghurt, Blaubeer, Erdbeer Gedöns und dann ein Brot mit Lachs und Zwiebeln, super nice. Ich hatte eben einen Espresso, Walle hat Eis Coffee. Wir haben einen sehr nice Plan für heute. Wir gehen heute einkaufen bei Airbnb mal rein, erst recht nach der Balenciaga Collab. Ja, das ist dieser Organic Supermarkt, wo alles so ein bisschen overpriced ist, aber einmal muss man das gemacht haben. Und dann gibt es wieder eine weitere Folge Kochen mit Fratello Picante Valentino. Fratello Picante, ja. Justin hat schon ein bisschen so Dad-Jokes am Start. Ich feiere Dad-Jokes. Ich bin bekannt für meine Dad-Jokes. Aber er auch. Der Bruder ist auch am Start. Macht er uns eine schöne Pasta, weil die ist hier sonst überall leider ungenießbar. Oder? Die Fitpics. Falls ihr euch fragt, wo wir jetzt gerade sind, das frage ich mich auch, aber der Konstantin kann euch das aus erster Hand beantworten. Also wir sind hier auf dem Rose Bowl Flea Market, direkt am Stadion auf dem Parkplatz, und der Flea Market ist der größte Flea Market. Das ist dieser, ich glaube, dieser berühmte in L.A., wo man schon, glaube ich, etliche Vlogs auch schon gesehen hat. L.A., beziehungsweise ich glaube sogar Kalifornien, und
Ja, da gehen wir jetzt erstmal gucken, was möchtest wir da so finden. Gebrauchte Lumpen shoppen. Auch wichtig und gut für ins Bus. Vielleicht erstmal rein. Übelst nicer Print. Richtig krass. Seht ihr? Muss man zwar ein bisschen croppen, weil die hatten 5 Stück davon in XL da. Aber wofür gibt's Scheren, ne? Wir sind angekommen. Letzte Station. Trailer hart fürs nächste Video. Ich freue mich schon drauf, war ein geiles Video.